Okay, lege ich jetzt gleich los. 3, 2, 1. Tada! Tor. Boah! Tor, Volltreffer. Tor, ach, Tor! Tja, Sie sind Ja, wieder hi. am Start, die Leitwölfe. Ja, mit Folge Nummer 5. Wenn man jetzt den kotzenden grünen Stern dazu zählt, was wir natürlich nicht tun, immer noch, wenn man bei Folge 6, aber das ist ja Folge 0 und deswegen sind wir bei Folge 5. Ja, die komplizierte Rechnung, die entgleist mir jetzt schon bei 5, da hört es bei mir auf. Ja, x plus 1. Ja, mach Nee, Moment, 2x, x minus 1, so, scheiße. 2x, mach doch mal 3x6. 6x aus 3x, wie Genau. auch immer. Tja, liebe Leute, wenn ihr das hört, dann zählt ihr zu unserer Community. Kann man das schon nehmen, den Begriff? Denn wir sind ja jetzt online gegangen. Es ist ein bisschen schwierig, aber vor wenigen Tagen sind wir angegangen. Wir haben uns für das Format YouTube erstmal entschieden, weil das für uns erstmal am einfachsten war. Und haben ja 5 Folgen hochgeladen, inklusive Folge 0. Und erstmal ein riesen Dankeschön raus an euch, denn zum Beispiel jetzt nochmal Folge 0 hat innerhalb von 1,5 Tagen oder mehr oder weniger mehr Ja, als 100. 120 direkt Klicks, wie auch immer. Also das ist für uns wirklich schön. Also danke dafür. Ja, und 18 Abonnenten. Also, es könnte weitaus bescheidener laufen, ne? Ja. Und Community, ich denke, Community ist in der aktuellen Zeit definitiv ein guter Begriff, ne? Du weißt ja, Menschenansammlungen ab 2 Leuten sind ja schon gefährlich. Also Ja. sind wir quasi an einer jeden Rahmen sprengenden Gemeinschaft, wenn wir 18 Follower bei YouTube haben und 120 Aufrufe nach Ja, genau. 1,5 Aber das Tagen. ist ja Social Gedistanced, ne? Muss man natürlich dazu sagen. Wobei auch hier wieder der Begriff, den ja mittlerweile man auch manchmal hört, Physical Distancing, ja eigentlich der auch wieder der bessere ist, ne? Weil sich sozial zu distanzieren, das soll man ja gar nicht, ne? Das soll man definitiv nicht. Und da haben wir uns ja auch gerade letzte Folge auch drüber unterhalten, dass das eigentlich ja auch hier und da mal eine Chance sein kann, jetzt die sozialen Kontakte halt auf andere Art als auf die physical ways, wie auch immer man das jetzt auch interpretieren möchte, halt auszunutzen und halt zu korrespondieren. Jo, und seit der letzten Folge, seit Folge 4, sind wir ja auch in dieser Corona-Zeit, in dieser Krisenzeit hier drin. Und das ist auch der Grund für eine ganz besondere Neuerung, die wir gleich erklären. Aber ich möchte vorher einmal ganz kurz was zu Folge 4 sagen. Da war die Soundqualität wirklich miserabel. Und es tut mir auch leid für sämtlichen Ohrenkrebs, den ihr jetzt also noch auditiv zusätzlich zu dem Inhaltlichen ne, dazu gekriegt habt. Dafür also Entschuldigung. Das ist aber vor allem auch dem geschuldet, dass wir ja zusammen aufgenommen haben in einem Raum und uns die Hygienevorschriften wirklich sehr dienstpflichtbewusst zu eigen gemacht haben und dann eher so von einiger Entfernung von zwei verschiedenen Seiten aufs Mikro drauf gesprochen haben. Und das war dann später einfach schwer, irgendwie nochmal so zu verstärken, dass der Sound in Ordnung war. Das hat dann dazu geführt, dass der auch nochmal sehr geknistert und geknuspert hat, der Sound, und übersteuert. Aber leider ging es dann nicht besser. Dafür nochmal Entschuldigung. Ich hoffe, ab jetzt wird es nochmal deutlich besser mit der Soundqualität. Ja, das werden wir jetzt auch testen. Also, das ist jetzt auch ein bisschen komisch für uns, denn das ist der erste Podcast, den wir gemeinsam aufnehmen, aber mit 25, 30 Kilometer Distanz und Ja. ohne wirklich visuellen Kontakt, ne? Jetzt Also, ist die Katze raus, genau. Wir sind also ja. nicht mehr zusammen in einem Raum. Vielleicht wird das total fruchtbar für gleichermaßen Sound und inhaltliche Qualität, aber ganz ehrlich, wollt ihr das? Nee, Ja. also ist das schräge Gelaber, also soundtechnisch schräge Gelaber von Folge 4, ja trotzdem wahrscheinlich Gold dagegen. Nee, also wir arrangieren uns mit der aktuellen Situation, haben jetzt mal gedacht, das ist wenigstens jetzt die Möglichkeit, euch weiter mit Stoff zu versorgen. Jetzt, wo man wirklich auch sagen muss, nicht nur diese 120 Aufrufe, sondern auch zahlreiche, naja, Zuschriften, hätte man früher gesagt. Heute jetzt natürlich Uns haben nicht so viele mehr. Zuschriften erreicht. Ja, nicht mehr analoger, sondern digitaler Art. Aber Bei wir mir haben ja waren auch kleine durchaus. Kuscheltiere drin in den Briefen und Päckchen. Ja. Ja, genau, ja. Die Ah, was ich zugeschickt bekommen habe, das sage ich dir jetzt lieber nett. okay.
Nee, aber da war ja durchaus die Resonanz bisher durchweg positiv. Und wir haben auch hier und da schon Anregungen bekommen, was wir noch verbessern sollten, außer dem Sound. Und na, wobei verbessern ist eigentlich eher das falsche Wort. Also wie wir das Ganze noch upgraden können. Und Konstruktiv, ja. ja, immer konstruktiv. Und eines dieser Upgrades wollten wir heute auch versuchen umzusetzen. Aber naja, steigen wir mal ein ins Tagesbusiness, oder? Ja, Nach 6 Minuten Pille-Palle könnte man jetzt halt zum richtigen Thema kommen. Let's führe the topic for today's Podcast ein. Das Yes, Thema, I was will. eigentlich in der letzten Folge ja Thema gewesen wäre, aber da haben wir es ja dafür entschieden, wir schieben da mal was dazwischen, auch der Lage geschuldet. Lifehacks für die Quarantäne haben wir daraus gemacht. Die werden auch heute immer mal wieder noch mal reinspielen, oder das Thema Quarantäne an sich oder häusliche Dinge, die man so häuslich alles so tut. Denn das Sagen heutige wir Thema lautet, Herr Kollege, mal. Sport. und Sie Und hören richtig, das schreibt man Sport. ja, Gruß geht raus an RTL Samstagnacht. Genau. ja. Wer die Anspielung Und gecheckt hat, ne? Ja. Olli Dietrichs Sport bei Richtig. den Wobei es RTL. natürlich auch eine Anspielung ein bisschen passend auch für uns ist, weil das sagt man ja nicht nur im Ruhrpott so, bin ich der Meinung, sondern auch so im südwestdeutschen Raum hier so. Saarland schon auch, oder? Was sagt ihr? Sagt ihr Sport? Sport mit rollendem Sport. österreichischem R. Nee, Ah. nee, nee, also Sport. Also doch Ich nicht Sport. mach Sport. Ah doch, okay, Also. weil aus dem Moselfränkischen kenne ich es auch mit Sport oder ich gehe in den Garten. Nee, also dieses ist ja bei uns jetzt nicht so verbreitet eigentlich. Okay. Also eher schon Sport. Wie gesagt, nur ohne R, höchstens vielleicht dann halt da in der Kaltgegend, wie unser Kollege Jürgen Wirz immer sagt, also ab St. Mendel und dann zieht man so eine Linie nach Westen, also für die Nicht-Geografen nach links rüber und die sowieso, also Schmelz und sowas, die spitze eh ganz komisch und dann, da könnte es sein, dass die das vielleicht sagen, aber bei uns sonst nein, also hier im Standard-Saarländisch-Bereich und da erzähle ich Standard mal das, Saarländisch, genau. was die Landeshauptstadt so spricht und was wir hier im Landkreis Neunkirchen sprechen, da würde ich mal sagen, definitiv naht. Okay, Ja. und im Standarddeutschen, also in Hannover, würde man wohl einfach nur Sport sagen, ohne allzu stark gerolltes R. Von uns aus Richtung, was gäbe es noch so? Die Sauerländer-Siegerländer-Ecke, die würde aus dem R eher so ein E machen, Sport. Sport, also jetzt klingt es eher wie ein bisschen badisch gerade, aber gut. Und dann, je weiter man in den Norden käme, dann würde aus dem R natürlich unweigerlich irgendwann ein A werden. Sport, ne? Willst du eine Da bin ich schon Wurst? wieder bei Holstein Kiel. Genau, willst du eine Wurst? Der gute alte Werner. Ja, wir sind übrigens, wer es noch nicht gemerkt hat, Deutschlehrer? Ja, man könnte es Da war jetzt es wieder. auch meinen, nach den paar Minuten Gelaber. Ja, und deswegen ab und zu so ein bisschen sprachliche, wie soll ich sagen, Verortungsübungen. Ne? Und der Austausch hier von einem gebürtigen Saarländer an einen Zugezogenen, der zwar nur unweit der Grenze geboren wurde, aber irgendwie sich immer noch nicht hier 100% sprachlich angekommen fühlt. Ja, es ist schwierig. Aber es ist auch wieder mal schwierig für uns, ins Thema zu kommen. Man merkt es wie immer. Ja. 10 Minuten davon, 6 Minuten dummes Gelaber und 4 Minuten eher sprachliches Gelaber. Ja, wo kommt denn das Wort her oder wie spricht man das aus? Noch über keine Sportart gesprochen. Nein. Da läuft es wieder wie immer. Ja, das läuft wie am Schnürchen, wie gemacht. Und dann leite ich mal über vielleicht mit einer Definition zum Thema Sport. Und zwar Oh, aus gerne. dem Deutschen Wörterbuch und Fremdwörterbuch, 17. Auflage des Reinhold Wichert Verlagsanstalt Soll und Haben aus Berlin-Lichterfelde von 1939, das Sport definiert als Sport, der, Semikolon, Englisch, Semikolon, Spiel zur Erhebung der Leibeskräfte und zur Förderung der Gewandtheit. Genitiv Sportes ohne Apostroph, ne?
für alle Apostrophliebhaber beim Genitiv. Ich kenne so einen Kollegen, der, falls er unseren Podcast hört, seine helle Freude an diesem Beitrag von dir da gerade gehabt haben wird. Definitiv. Mit der liebe Grüße raus an die Fachkonferenz Deutsch an unserer Schule. Liebe Grüße auf die Göttelbonner Hee. So, gehen wir weiter. Also, Sport, das Thema. Wir sollten vielleicht zuerst mal abstecken, was Sport ist, wie man Sport quasi betreiben kann. Werden auch später das Getränk des Tages natürlich haben, werden hoffentlich auch irgendwas wie Magic Moments haben. Ja, heute wird es übrigens auch von mir wieder ein Zitat geben, was ich auch diesmal wirklich mir nochmal extra ausgesucht habe und nicht wieder wie letztes Mal aus den Fingern gesogen, obwohl es trotzdem ja wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Ja. Zum Thema Hausarrest, ne? Und auch um den Hausarrest wird es ja auch heute gehen. Sehr spannendes Thema, wenn es um Sport geht. Hausarrest. Ne? Ja, ja. Genau. Zunächst einmal wäre halt die Frage, wie handelt man das jetzt überhaupt als Sporttreibender? Wie handelt man das als Sportfan in der aktuellen Zeit, in der ja wirklich überhaupt nichts zu machen ist, auf irgendwelchen Sportstätten noch irgendwas zu sehen ist? Ich denke, jeder von uns hat ja da noch diese letzten Zuckungen des Profisports oder auch des Amateursports im Gedächtnis, die sich kurioserweise jedoch scheinbar, ich denke bei den meisten und was ich so bisher gehört habe, ja auch tatsächlich eingebrannt haben. Ne? Gerade diese Sache wie Geisterspielen der Bundesliga. Ne? Ja, hat jetzt nochmal vorgestern ein Interview gelesen mit Dennis Eitekin über dieses Geisterspiel zwischen Gladbach und Köln und wie merkwürdig das auch war für Wir hatten vier das eigentlich gewonnen, Gladbach-Köln. Gladbach hat gewonnen. Mhm. Aber ja, es muss halt eine ganz, ganz strange Atmosphäre gewesen sein. Weil man es halt einfach so nicht gewohnt ist. Und jetzt, also mein Vater ist ja leidenschaftlicher Odset-Spieler, also der wettet ja auf jeden Scheißdreck, der könnte Engländer sein, quasi, von Geburt. Und der ist momentan fast quasi arbeitslos, ne? weil es einfach nichts zu wetten gibt. Ne? Außer jetzt, glaube ich, Weißrussland, die ignorieren das einfach. Ich habe da auch gestern bei Kicker-Interview mit Alexander Chleb gelesen, der früher mal in Stuttgart zum Beispiel gespielt hat und der sagt, hier kümmert sich irgendwie keine Sau drum, um Corona und die machen einfach weiter. In der so Ukraine, da ist alles, Weißrussland, alles nicht, einfach so. Nicht Ukraine. Weißrussland ist das Land. Sorry, Weißrussland, ja, sorry, ja. Ja. Gut, okay, Diktaturen können das halt so machen, ne? Da ist das einfacher mit dem Ignorieren. Gut, die haben da auch manchmal ganz andere Probleme, ne? Das ist auch, in manchen Ländern ist es noch nicht so ganz angekommen gewesen. Hast du das von Klaus Kleber mitbekommen? Nee. Ein Nachrichtenbeitrag von, also Klaus Kleber kennen wir ja. Von Klaus Kleber ging irgendwie mehr oder weniger in der Türkei viral, wenn ich es richtig verstanden habe. Wo er halt quasi über den Ernst... Oh, er passt gerade wieder. Ja, super, ging viral. Ist das noch politisch korrekt zu sagen viral in Zeiten von Corona? Unsere... Nicht, dass der Zustimmung kommt von irgendwelchen, egal, mach weiter. Und zwar hat Klaus Kleber quasi über den Ernst der Lage gesprochen in den Tagesthemen und wurde jetzt irgendwie in der Türkei berühmt, weil dann dieser Beitrag halt da auch irgendwie lief und dann mit türkischen Untertiteln irgendwie so. Wo er halt erklärt, wie die Fallzahlen gestiegen sind und alles so. Und da auf einmal erst, glaube ich, ist das Thema so richtig in der Türkei erst angekommen. Haben ja auch noch lange gespielt, ne? Genau. Ich glaube, ja. Er hat einer geschrieben, also würde mich nicht wundern, wenn bei der Vertrauensumfrage, wem vertrauen Sie, ne, in der Türkei nächstes Jahr die Antwort lautet Klaus Kleber. Ja, wenn Klaus Kleber kein Troll oder... ja, ein bisschen anders wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn es nicht ein Beitrag von Kleber gewesen wäre, sondern ein Beitrag von Böhmermann, aber das ist eine andere... Das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Und da wollte ich noch sagen, ne, wir haben 120 Aufrufe nochmal bei den Leitwölfen, um das nur kurz anzudeuten und haben noch nicht mal alle Bots und alle Trolle aktiviert. Also du hast gerade bei Gedichten über Ziegen und so weiter, Punkt, 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 hast du an Wölfe gedacht und dann hast du nochmal an uns gedacht.
Ja, genau. Nee. Genau. Nee, okay, gut. Ja, gut. und irgendwie eine der letzten Sachen, soweit ich es gelesen habe oder mitbekommen habe, die noch stattgefunden hat, sportlich, war, glaube ich, so Dart. Spiele, Dart, ich weiß nicht, sagt man dann Ligaspiele im Dart werfen in Das England kommt oder irgendwo? drauf an, was für Keine Dartspiele es Ahnung. Ich waren. meine, die Engländer War es ein spielen Turnier? eh Dart wie die Blöden, aber ich meine jetzt auch das Dart als offizieller Sport, die richtigen, Ja, also die schon Cristiano klar. Ronaldos und Messis unter den Dartwerfern, die haben also auch noch bis vor kurzem, aber ich glaube dann irgendwann auch ohne Publikum in den Pubs gespielt. Finden eigentlich die offiziellen Dart-Meisterschaften dann auch so in Pubs statt oder wo finden die statt? Ja, also das ist ja wie bei anderen Sportarten auch. Das kommt darauf an, welches Niveau und welche Liga. Also Stimmt. bei den Weltmeisterschaften oder sowas, oder das, was auf, ich glaube, Sport 1 ist es, oder Eurosport, Gut, ja, keine so Ahnung, WMs, sie haben dann auch Hallen, ne? übertragen wird, das wird in Hallen gemacht, klar. Aber es gibt ja ganz viele Dart-Clubs und die, also auch hier bei uns jetzt zum Beispiel in Schifferle haben wir, ich glaube, in der Gemeinde, glaube ich, zwei oder drei. Tischfußballvereine sind es mehr, vier, fünf, aber Dartvereine sind es, glaube ich, zwei oder drei. Und die spielen natürlich dann in diesen unteren Ligen. Ich sag mal einfach untere Ligen jetzt, weil es ja nett dieses TV-Ereignis dann ist. Die spielen in Kneipen natürlich, klar. Das kommt immer drauf an halt, ne? Das ist mal schon bei dem Punkt, ne? Sport ist eigentlich schon sehr vielfältig und publikumsmäßig völlig unterschiedlich, ne? Ja. Wobei die Publikumsresonanz und die sportliche Qualität, sagen wir mal, also das, was der Athlet, die Athletin da leisten muss, natürlich in keinem Verhältnis steht teilweise, ne? Also Fußball bindet Millionen, ne, weltweit. Auch deutschlandweit, wird man ja auf jeden Fall sagen können, ist die Fanbase in den Millionen. Ne? Und da hast du bis, ja teilweise ja, ich meine, gerade gestern genau gehört, Rot-Weiß Essen, ne, was die für Zuschauerschnitt haben in der Regionalliga, der ist immer fünfstellig bei Heimspielen. Ne? Das erreicht manche Drittligamannschaft nicht. Und da, also fünfstellige Zuschauerzahlen, jetzt sagen wir mal, du spielst Volleyball. Dritte oder vierte Liga, ne, da hast du 10.000 Zuschauer, wenn es gut läuft, innerhalb von 5 Jahren in der Halle, ne? Ja, ist Zusammen es halt. fair? Man weiß es Das nicht. ist Aber wir haben es ja, natürlich was nicht heißt, geschafft. das Wir hat haben ja es nichts natürlich mit nicht Fair zu geschafft. tun. Ich hatte ja den Witzevorschlag, dass unsere Lieblingskategorie, die da heißt, wir wollten doch heute nicht Ja. über Fußball reden, ausgerechnet beim Sport so rein zufällig vielleicht mal vergessen werden könnte. Aber nein, gut. Ja, Deutschland, das geht nicht. Dafür ist das. Fußballland, André Wolf, Nee, Fußball, Fußballliebhaber. Ja, nee, der Schmerz sitzt auch einfach viel zu tief, ne? Also ich, es ist, also, ja, also selbst nicht spielen zu können, damit habe ich mich ja mittlerweile schon so ein bisschen abgefunden. Also, nicht jetzt im Sinne von können, das im Sinne von Nee, im die Sinne von, dass du es einfach nicht drauf hast, prinzipiell die naja, schon Fertigkeit, klar. das, genau, sondern im Sinne von, dass man es nicht mehr aktiv betreiben kann, einfach aus Zeitgründen. Aber jetzt nehmen wir nicht mal mehr die Jungs in ihrer Mannschaft spielen zu sehen, beziehungsweise auch nicht den Samstagmittag so zu verbringen, wie es eigentlich seit Jahrhunderten gefühlt in der Familie Woll Usus ist, dass man halt dann Fußball guckt. Ja, ich kann mir das gut schon Das ist schon ein vorstellen in der bisschen. Zukunft, wie das in der Familie Tyson wäre, wenn noch mal so eine Pandemie da wäre und ich könnte meinen Sohn dann nicht zum Curling fahren und ihm dabei zujubeln. Das wäre einfach schon heavy, ja. Ja, sehr schön, aber eigentlich eine gute Überleitung zu der Frage, ja, wo grenzt man Sport überhaupt ab? Was ist Sport? Ist Sport immer zwangsläufig körperliche Belastung bis zum Umfallen mit irgendwelchen Muskeln oder ist es auch, was ist mit Curling? Was ist mit Ja, Schach? Ne? Was ist mit also das sind E-Sport? natürlich super Themen jetzt, ne?
Auf dem Thron ganz oben Ich weiß. natürlich Curling, deswegen habe ich sie auch eingeführt. Also da kann man ganz klar sagen, ich meine, wenn du Ja. den Leuten zuguckst, ja, das ist körperlich sicherlich Spannung halten, dann musst du auf dem Eis da irgendwie auch nicht dir das Genick brechen, während du da und dann führst du eine Bewegung aus, die doch sehr repetitiv und monoton aussieht, aber auf jeden Fall werden dabei Muskeln benutzt, das kann man schon sagen. Ja, und Ja, gut, klar, Konzentration vor ja, allem, und ne? ganz genau verstanden habe ich es nie, aber irgendwie fand ich es immer witzig zuzugucken, so für ein, zwei Minuten. Soll ich dir das jetzt erklären, als jemand, der ja quasi, also früher, jetzt mittlerweile ist das ein abgeflacht, aber ich hoffe ja, mit bald vier Jungs im Haus wird das irgendwann immer so sein. Da lief ja bei mir früher eigentlich nur zwei Kanäle, na, drei. Das war entweder damals noch Viva, ne, das war die Ausnahme. Also nee, eigentlich relativ häufig, aber ansonsten lief nur Eurosport und DSF damals. Und da kam natürlich irgendwann auch Curling. Man hat sich schon jeden Scheiß angeguckt, um sich vor dem Lernen zu drücken zum Beispiel. Das ist natürlich immer ganz Ihr hattet effektive wohl keinen Methode gewesen. Ne? Videorekorder, So. Ja, doch schon, aber man kann jetzt immer nur, da, sagen wir, die Bänder haben ja auch zwar 4 Stunden, aber man kann das nicht immer nochmal von neuem gucken. Ne? Das, ja, man muss ja noch was anderes machen. Und ja, Live-Sport ist immer da eigentlich eine gute Idee gewesen für auch so ein bisschen, ja, seinen Horizont zu erweitern. Und Curling hat ja mal einen riesen Hype gehabt, Ende der 90er oder Mitte 90er. Da kann ich mich auch daran erinnern, dass Harald Schmidt das ja mal versucht hat. Und wenn ich das Video jetzt gerade so vom geistigen Auge abspielen lasse, dann würde ich ja fast behaupten, der hat das auch nicht gespielt, dass er sich da dauernd auf die Fresse gelegt hat. Das ist schon, glaube ich, von der Körperbeherrschung her schon ein bisschen anspruchsvoll. Aber ja, ansonsten halt trotzdem langweilig zum Zugucken, ne? Trotz all dem, ne? Was ich ja lange Zeit wirklich ganz frenetisch geschaut und auch dann gemacht habe, ist Snooker. Ja, Ne? Du okay. als Englischlehrer solltest ja das Ja, eventuell kennen. schon klar. Ja, Ich habe ja. ganz lange Schon selber klar. Billard gezockt mit einem Kumpel immer. Aber Ah, Snooker wirklich okay. nie. Vielleicht mal einmal ausprobiert, aber wir haben immer halt klassisch, ne, dass die schwarze 8 dann zuletzt dann rein muss und so weiter und mit Ansage und lalala. Und das haben wir echt ganz lange gemacht. Das fand ich immer, fand ich richtig geil. Aber Snooker hat mich nie gekriegt. Nee. Oh, nee, also das habe ich früher versucht, auf so einem Pool nachzuspielen. Also wir hatten so ein Mini-Billard irgendwann mal zu Hause und da waren natürlich die Löcher und alles viel zu groß geschnitten auch gegenüber dem normalen Snookertisch und da war viel zu klein und man hat dann nicht genug, also beim Billard hast du ja Kugeln, bei Snooker hast du Bälle, nicht genug Bälle gehabt. Und dann hab ich mal irgend so Behelfssystem überlegt, wie ich das spielen kann. Und irgendwann hat mein Freund Tobias Hell und ich, wir haben das irgendwann herausgefunden, dass wir beide eigentlich bei Eurosport, Grüße an Rolf Kalb, den Gott der Snooker, Kommentatoren, das gern gucke und das muss unbedingt mal ausprobieren wollen. Und da haben wir lang recherchiert und haben tatsächlich in Spielotheken im Umkreis zwei, drei Snooker-Tische dann auch gefunden und haben da wirklich über Jahre hinweg eigentlich relativ regelmäßig gespielt. Das heißt also so teilweise zwei, dreimal die Woche, teilweise halt, sagen wir mal, mindestens zweimal im Monat. Ja, aber jetzt ist ja der Herr Hell mit seiner Frau ja schon längere Zeit in Mannheim, Germany. Und das ist der, ja, und arbeitet in einer Anwaltskanzlei und da ist der Kontakt leider etwas dünn geworden. Ne? Da merkt das, ich weiß nicht, wie es bei dir da ist, aber merkt halt Das unheimlich auch, Alter! ne, nicht ins Alter, aber wie sich das irgendwann die Spreu so also die Spreu von der Spreu trennt, nicht vom Weizen, Wie Weizen sich's vom Weizen, trennt, so auf muss jeden man sagen, Fall. trennt. Ja, es ist Ja, aber halt. ja immer nicht immer nur unbedingt so, dass man, dass sich das so trennt, was nicht so deine richtig wahren, nahen Bezugspersonen sind, sondern vieles passiert Nee, einfach das meine ich so. ja Ich nicht. habe auch echt einige Kollegen, Leute Ja. verloren, weil die einfach dann halt zur Arbeit, man zieht dahin, wo die Arbeit ist, oder ja, ich hab's ja Genau, das selber meine ich ja. getan, Ja. ne? Ja. Ja. Genau. Also das ist das eine. Und dann gibt es noch mal meines Erachtens einen riesen harten Cut mit Familien und also mit Kindern und quasi Leute, die nur verheiratet sind und nur zusammenleben, ne, und keine Kinder haben. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, aber das ist so ein riesiger Unterschied im ganzen Tagesablauf. Ich weiß nicht, wie es bei dir da geht, aber bei uns ist das ganz, ganz krass. Ne? Dass du merkst, da lebt man fast in zwei Welten. Ne? Und
ja, nach dem Motto, ja, früher konnte man sich dann abends mal hinsetzen und noch eine Dreiviertelstunde telefonieren, ne, oder sowas. Und heute ist man mal froh, wenn der Dreiviertelstunde eigentlich dann Ruhe Ja, das herrscht im kenne ich auch. Haus. Was ich aber nicht so kenne, ist, Ja. ich bin nicht so ein Telefonierer. Bist du so ein Telefonierer? Das ist ja eigentlich nicht so ein Männerding, oder? Also, ich war das früher durchaus mal gewesen. Also, wir haben uns da hier und dann dann ausgetauscht über das, was so am Tag dann lief oder was zu planen war. Das hängt auch immer mit dem, sagen wir mal, mit dem Hobby oder Engagement dann zusammen, wenn man da viel zu planen ist. Ich meine, guck mal, wie oft wir jetzt kommunizieren. Zwar nicht telefonieren, aber wie viele Sprachnachrichten wir austauschen. Das ist Ja, Fun Fact, fast das du bist Gleiche, ne? eigentlich einer von zwei Leuten, mit denen ich das überhaupt tue, also diese Sprachnachrichten. Und mit dem anderen mache ich Klar, es eigentlich nur so klar. just for fun. Und bei dir ist es aber so, auch wegen, ich glaube, wegen der ganzen Podcast-Geschichte, dass es zu so einem Und Theatergeschichte, dass Theatergeschichte. das bei uns zu so einem, wie sagt man, zu so einem Ding geworden ist, dass man sich dann immer Ja. Sprachnachrichten schickt und manchmal auch so Rekorde bricht. Wie lang kann denn so eine Sprachnachricht sein? Und damit sind wir auch da wieder beim Sport angekommen. Man kann alles zum Sport machen, ne? Auch Curling, Dart, Richtig. Curling und dann Billard und Snooker. Und damit kommen wir zur Frage, was davon kann man denn zu Hause machen jetzt in Corona-Zeiten? Für Snooker bräuchte man schon einen großen Playroom, so, ne? Oder einen schönen großen Keller. Oh ja. Oder halt Na, Keller, ja, so ein also man braucht. Hobbyraum, ne? So ein Mann, wenn man sich ein Haus baut, so als Ja. Saarländer hat man, glaube ich, immer muss man den Hobbyraum irgendwie einplanen, ne? Ja, man hat plötzlich dann mehr Kinder, als Aber man man ursprünglich kann mal ja vorgesehen zuerst hat, den so wie bei Hobbyraum, uns. oder man kann den Hobbyraum der Frau so verkaufen, dass nach dem Motto, vielleicht kriegen wir noch ein Kind und dann, ne? Und bis dahin Genau. okupiere Ja. ich diesen Stelle ich mir Raum mal für 4.000 Euro einen mit einem Snookertisch rein. Snookertisch und dann ist der Raum auch schon voll. Genau. Nee, also das wäre so ein großes Ziel von mir irgendwann, ne? Wenn es irgendwann nur ein Pooltisch wäre, aber ein Snookertisch wäre schon Hast mega du einen geil. Kicker Aber zu naja, Hause? egal. Also, was kann man machen? Ja, also Leon hat mal ein Geschenk bekommen, wobei der nicht so häufig frequentiert wird in letzter Zeit mehr. Aber ja. Den haben wir zu Hause. Dart geht natürlich, da hat man schon als Thema gehabt. Gut, bei uns jetzt natürlich, wir haben natürlich noch ein bisschen Wiese, ne? Und zwei riesengroße Fußballtore. Und gerade die großen beiden, die sind eigentlich, wenn das Wetter so ist wie heute, also sonnig, aber das darf durchaus kalt sein, sind sie trotzdem einen halben Tag quasi auf ihrem eigenen Sportplatz. Ne? Das funktioniert, aber ich denke an all die Armen, die jetzt nicht auf dem ja, sagen wir mal, das Glück haben, dass sie entweder ländlich wohnen oder einen Garten hinterm Haus haben, was machen die? Ja, Und da ich habe sollte man, auch glaube ich, jetzt ansetzen. neuerdings auch erst ja, Ja. haben wir eine Wohnung mit Gartenanbindung, also mit Gartendirektzugang und haben jetzt für unseren kleinen Fratz einen Sandkasten oder so eine Sandmuschel bestellt. Die müsste jetzt die Tage kommen und da geht's dann auch mal allmählich los. Ich habe gedacht, die Bitte? hättest du. Sorry, ich habe gedacht, du hättest die schon. Du hast doch schon Sand gekauft. Wie Ja, mein bescheuert. Sandkastenkauf-Sanderlebnis war so im Baumarkt, dass ich da einen Sandkasten, so ich wollte halt einen mit Abdeckung auf jeden Fall haben und dann war immer die Frage, einer aus Holz oder einfach so eine Sandmuschel erstmal. Und dann gab es da einen und dann fiel mir auf, das ist so naturbelassenes Holz und so. Und dann habe ich da jemanden gefragt und der meinte dann, jo, der fault ihnen weg, den müssen sie halt so einlacken, ölen, was auch immer, balsamieren. Und dann habe ich gedacht, oh nee, habe gerade andere Sorgen. Und dann habe ich da nur den Spielsand gekauft und habe bei MyToys jetzt die Muschel bestellt. Also kommt jetzt die Aha. Muschel erstmal. Und dann kann man gucken, ob man die irgendwann nochmal upgradet. Okay. Ja. Ja, aber wir sind zu Hause und es geht natürlich um die Frage, du willst ja nicht komplett fett werden. Viele Computer-Nerds haben jetzt so die Situation so, hey, was ändert sich eigentlich gerade an meinem Leben? Gar nichts. Und die Gar halben nichts, Computer oder ne? Nerds, so wie wir, so die halben Nerds, die schon auch ein bisschen Sport oder irgendwas gemacht haben, die müssen schon gucken, was kann ich denn so machen? Was machst du denn? Wann hast du denn jetzt, was hast du heute für ein Workout gemacht, André? Ja, also der Tag lief schon etwas Außer anders deine ab drei als Söhne zu normal. Von verprügeln, daher habe meine ich ich es ja. natürlich.
Ach so, klar, ja. Gut, also das ist ja eine Lebensaufgabe quasi. Nee, ich habe schon 2 Kasten Sprudel geschleppt. Aber nee, ich habe noch Wenigstens gar nichts volle gemacht oder heute Pfand? sonst. Ja, voll. Also, nee, dann waren es 3. Einen leeren quasi zurück und 2 volle zurück. Nee, aber ich habe heute vor, nochmal in so ein Rückentraining einzusteigen. Da gibt es so eine App, 5 Minuten für den Rücken. Da unheimlich, gerade jetzt diese Also Büroarbeit auch nochmal Bedarf, hier ewig am Schreibtisch also auch, rumlungern. also Hase Rücken. Ja, Bedarf definitiv, ne? Und das wäre also der erste Ansatz. Und dann habe ich, ich komme übrigens gerade Push-Up von Kicker, das ist eine historische Entscheidung. Die Olympischen Spiele sind definitiv verschoben worden, ne? Auch noch eine Sache, die wir ansprechen sollten. Ja, und dann definitiv habe ich jetzt hat 2 Sachen zugelegt, auch ein Workout-Programm quasi ohne Geräte für zu Hause und auch ein Buch dazu. Ne? Und da gibt es ja durchaus auch für die Nerds einen Buchtipp quasi. Mein Cousin Jens hat das sich zugelegt und zwar so eine Art, ich glaube, das ist so eine Art Spielebuch mit, also Spielebuch kennst du, so mit quasi, also gibt eine Story. Und du musst ja entscheiden, was du Okay. tust. Ne? Machst du Variante A, geht auf Seite 58 weiter, machst du Variante B, Das geht auf ist jetzt Seite wirklich 103 Sport weiter und machst du für Variante. Dungeons and Dragons Nerds, ne? Ja, so ungefähr. Ja. Und dann ist halt so, dann kämpft man ja gegen Monster gegebenenfalls in so Geschichten und dann musst du halt dann Sit-Ups machen oder Besiege Klimmzüge den oder sonst Oger, irgendwas. Ne? indem du Und 10 Liegestütze genau, machst. genau. So ungefähr, also so habe ich das verstanden. Er hat das auch eine Zeit lang gemacht. Es war schweineteuer, das Buch. Er hat gesagt, oh, so geil, so geil, so gut. Ich muss noch mal fragen, wie weit er das weitergeführt hat. Aber sowas ist natürlich durchaus eine Okay. Option. Ja. Also Ja, das wäre so mein mein Programm Programm ist jetzt für heute. zweigeteilt und zwar, du weißt ja, ich bin ja eher der Pumper schon immer gewesen. Man sieht es mir heute nicht mehr so an. Erstens, weil ich die Schülerkommentare nicht so brauche. Und aber der größere Grund ist natürlich der, dass natürlich in unserem Leben irgendwann mit Familie und Pflichten und Arbeit und so, du irgendwann einfach nicht mehr die Zeit hast. Das ist ja ein Sport, wo es ja viel mehr um, also einen großen Teil tatsächlich um Ernährung geht. Also, ne, den Schwarzenegger Oberkörper, den kriegst du halt natürlich auch durchs Training, aber vor allem dadurch, dass du wirklich jeden Tag einen Haufen Zeug frisst und möglichst die richtigen Sachen zur richtigen Zeit. Und noch so eine kleine Wundermedizin, wenn du jetzt den wirklichen Schwarzenegger haben willst, brauchst du eigentlich dann auch noch, die du dir meistens in den Oberschenkel oder in die Pobacke dann reinhaust, ne, wenn du verstehst. Ja, Kannst du ich auf weiß schon, russischer klar. Website, kannst du bestellen, wenn du brauchst. Oder fragst du im Fitnessstudio in der Umkleidekabine. Aber nee, ich hab aber nie irgendwas genommen, das ist nicht falsch verstehen. Ich habe lange im Fitnessstudio gejobbt früher und alles Mögliche gemacht, Ja, neben Zwinker, Studium Zwinker. und dann auch noch ein bisschen später darüber noch hinaus und habe auch viel mit dicken Jungs zusammen trainiert und gemacht, war auch oft auf der FIBO unterwegs, also auf dieser großen Fitnessmesse, die auch umgelegt, abgesagt wurde. Daher ist das, bei dir ist es ja der sorry. Fußball, bei mir ist das der Sport. Ja. Bei mir ist es immer so zweigeteilt, ich gehe Sport. Sport, sorry, Sport muss ich ja sagen. Ich gehe eine Runde laufen, was bei mir eher so zum Aufwärmen gedacht ist und weil ich dabei immer einfach geil Mucke hören kann und ein bisschen und draußen an der frischen Luft und ein paar Sonnenstrahlen abkriegen kann, ist wichtig, weil ansonsten, ich bin jetzt nicht so der Läufer, ich sehe da auch keinen großen Sinn mehr darin, weil Laufen macht, das ist natürlich gut fürs, wie sagt man, fürs kardiovaskuläre System und so weiter, bla bla blub, Herz-Kreislauf, wie auch immer, sicherlich für die Fitness gut, aber Laufen macht dir jetzt keine schöne Figur, ne? Und daher dann ist es Nee, das eher so zum definitiv nicht, ne. Warmmachen und weil es aber einfach nett ist. Und dann ist aber eigentlich immer das Homeworkout jetzt angesagt. Und da ist bei mir wirklich so, da musst du jetzt gucken, weil ich habe keinen Rack und keine Klimmzugstange und irgend so ein Quatsch hier zu Hause. Ich habe keine Hantelbank oder ich muss dann immer gucken, womit mache ich meine Sachen. Natürlich kannst du Sit-Ups und Liegestütze machen und kannst die variieren, dass hier mehr auf Schulter oder mehr auf Trizeps die Geschichten gehen. Aber wenn du jetzt solche Rücken trainieren willst, da fängt es dann schon an, ne? Wenn du keine
keine Stange hast, wo du dich irgendwie hochziehen kannst, ne? Also wenn du Zugübungen machen willst, da Ja. fängt's schon an, aber da bin ich jetzt auch dankbar für Sachen, die man so findet. YouTube und Internet findest du jetzt viel, also Ja. viele Sachen so einfach so mit eigenem Körpergewicht arbeiten, Trainingspläne, 20 Minuten Workouts für zu Hause und bla bla. Da kann man sich wirklich so ein Ja. bisschen was auch rausziehen und das mache ich dann auch gerade so und ja. Ja, genau. Und die Kerbe werde ich, wie gesagt, auch reinhauen. Jetzt muss ich nur eine Frage noch stellen, so als unbedarfter Militärhistoriker. Eine FLAG war mal bekannt, ne? Flak, ja. Flugabwehrkanone. Ist eine RAK dann eine Raketenabwehrkanone? Nochmal? Und du hast Habe sowas ich RAK? nicht zu Hause? Ist eine RAK, ja, es ist eine RAK, also eine Ich dachte, Raketenabwehrkanone, oder habe ich dich da ich einfach hätte nur REC falsch? gesagt, aber. Ach so, nee, ich Oder ich hab's habe nur LATS RAK gesagt. verstanden. Also die LATS, Keine Latissimus Ahnung. sind ja so Keine Ahnung. hinten die Rücken, die Ach, Lack. Muskeln, also nicht die unteren Rückenmuskeln, die man immer trainieren muss, wenn man Rückenschmerzen Ach. hat, ne, so über dem Po der Bereich, sondern der Bereich hinten unter den Schulterblättern so, das ist ja der dir, wie sagt man, im Bodybuilding-Slang, der dir so richtig schöne Flügel hinten gibt, ne? Uah, Ach so, okay, Kampfkoloss. nee, sorry. Also Das sind die die LATS. Aber ich wusste nicht, ob ich Nachkopfkoloss, FLAK genau. gesagt oder RAK gesagt hätte, aber keine Ahnung. Nee, Flak habe ich nicht gesagt, aber deswegen, also sorry, die Nachwelt wird entscheiden, ob Nee, ich keine jetzt Ahnung. wirklich völlig auf den Ohren saß oder was da immer drin war. Naja, egal. Trotzdem ganz witzige Anmerkung. Haben wir ein bisschen was Gut, oder? gelernt. Ja. Das kann man also Ja, zu mega. Hause Und da sind machen. wir vielleicht auch gerade. Was gibt's dafür? Damit kommen wir zu einer Kategorie jetzt oder kommen wir zu einem anderen Sportthema? Wollte ich kurz einwerfen. Also du kannst ruhig noch was, kannst ruhig noch was einwerfen Warte, jetzt. dann werfe Also ich gerade noch ein letzte paar von meinen Anabolika. Amphetaminen ein. Nee, nee, Quatsch. Ach, als Ich, wär's mein geplant Dealer des gewesen. Vertrauens ist ja gerade auch in Quarantäne, deswegen habe ich gerade keine. Ja, und dann selbst beim Dealen 2 Meter Abstand ist Ja, manchmal ein das ist bisschen schwierig. schwierig, ne? Oh, meine Fresse. So, hast du noch Nee, komm, irgendwas zum komm, hau eine als Kategorie raus, Anregung? Getränk oder was kommt? Ja, Getränk Getränk des und Tages. zwar Da-da-da. Getränk des Tages. Getränk des Da-da! Tages. Oh, mega, mega. Das ist ja mega cool. Das wollte ich überhaupt, also da mal irgendwann anfangen, dass man solche Jo, aber Soundeffekte noch du, wie haben, weil gesagt, das wir hier sind mit einem ist Podcast auf super. YouTube gegangen, also wir fangen jetzt noch nicht an, über professionelle Jingles und Einspieler zu sprechen, glaube ich. Nee, also ich kann mich daran erinnern, als es bei Amazon Music noch die Zweierkette gab, ne, die immer so den Bundesligaspieltag kommentiert hatten, was eigentlich sau cool war, aber nicht mehr jetzt, also aus mehreren Gründen nicht mehr gibt. Einmal wären ja momentan auch keine Spiele und zweitens wurde die Sendung auch irgendwie gecancelt. Und da haben sie immer so Karnevalsmusik gehabt, so da, 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 und dann kam irgendwie der Held des Tages, der Held des Spieltags. Und das war eigentlich ganz cool. Na egal. Kommen wir zum Ja, ich Getränk bin des gespannt. Tages. Und zwar. Ja, war die Frage ja, ja, was sollten Sportler eigentlich trinken? Weil das wäre ja auch dann passend zum Motto, ne? Zum Thema, zum Sport. Und da bin ich auf einen Artikel aus der Süddeutschen gestoßen. Die Süddeutsche ist ja mal ein Blatt, das ich jetzt nicht so häufig konsumiere, aber Links, links, grün, versiffte Scheiße, wer liest denn Ganz, ganz genau. Ich will mich ja nicht ärgern beim Zeitung lesen. ne, Quatsch. Und auf jeden Fall, da war am 10. September 2012 ein Beitrag von einer Katrin Burger drin, die sich genau diese Frage gestellt hat, oder zumindest mal dieser Frage nachgegangen ist. Und die kommt halt zu der These, quasi, dass richtiges Trinkverhalten die Leistung beeinflusst und fehlerhafte Flüssigkeitszufuhr gefährlich ist. Das sind also die Fragen, ne? Die Das sind ja die interessante These Thesen, ist ne? direkt auch schon die, dass es also auch fehlerhafte Flüssigkeitszufuhr geben kann. Genau. Und jetzt dann natürlich die Frage, man sieht dann immer so die Fußballer ja auch oder die Sportler, also die richtig die starken Athleten in der Pause, meistens so mit Cola-Bechern, ne? Oder andere Markengetränke, zumindest mal außen drauf. Und was trinken die denn? Ne? Und ist die Frage, trinken die wirklich dann irgendwelche ISO-Drinks, trinken die Gatorade, gibt's das noch? literweise gezuckerte Kennst du noch was? Gatorade? Gatorade?
Ja, das kenne ich noch. Sau gut, aber ich glaube, es gibt nicht, gibt's nicht mehr. Genau, ja, boah, das hat auch, also, auch es, es, ich, ich glaube schon, dass es isotonisch war, aber das hat auch schon geschmeckt wie ein abgefaulter Fuß, also ganz ehrlich. Das hat geschmeckt, als würdest du diese Brausetabletten einfach ne, mit Calcium oder sowas einfach nett auflösen, ja, und dann sondern auch so abgestanden, nehmen, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber das war so die klassischen Sportgetränke, ne, der 80er und 90er, ne? Isostar, Gatorade kam irgendwann dazu, dann Powerade hier irgendwann, ne? Das war dann so Coca-Cola-Kram. Naja, auf jeden Fall ist die Frage, ja, was trinken die denn? Und witzigerweise ist es halt so, also in diesem Bericht, dass diese isotonischen Getränke und Powerdrinks eigentlich völlig unnötig sind. Okay. Das ist das Ergebnis auch von Untersuchungen. Vor allem, und jetzt kommt der, ne, das mit dem fehlerhaften Flüssigkeitsverhalten, dass für Hobbysportler das völlig bescheuert ist, weil die sich mehr Kalorien dann reinpfeifen, als sie eigentlich verbrauchen, ne, zum Beispiel. Und also mal übersetze ich das Ganze völlig. Und Nachschub bräuchte der Körper erst ab einer Stunde Training. Okay. Ne? Und das ist, und zwar Training und nicht nur ein bisschen darum joggen oder darum hampeln. Ne? Also joggen im Sinne von, natürlich, wenn man jetzt Höhenmeter drin hat oder sowas, ist eine Stunde schon extrem. Aber wenn ich jetzt eine Stunde nur spazieren gehe oder sowas, ne, dann brauche ich nicht danach 50 Isodrinks zu trinken oder quasi den einen. Ne? Das ist also das Ergebnis. Und es wird auch gemunkelt, dass die meisten, also nicht nur gemunkelt, sondern da würde ich jetzt gerne noch irgendwann ja, wenn wir das nochmal aufgreifen, das Thema Sport, vielleicht dann auch meinen Cousin Frank interviewen, der ja als Physio bei Lautern tätig ist und da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könnte. Ich glaube, die trinken hauptsächlich Wasser, ne? Oder halt ganz leichte ISO-Getränke, aber nur bei größeren Anstrengungen und bei größerer Hitze. Das sind halt so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ansonsten, und jetzt kommen wir zum Getränk des Tages, ist es für den Hobbysportler, den wir ja im Regelfall hier ja auch erreichen, völlig ausreichend, Wasser zu trinken oder eine Saftschorle. Und, oder gezuckerter Tee. Das ist auch noch so eine Sache. Wobei gezuckert dann nicht heißt, gezuckerter Tee, das heißt also nicht jetzt allerdings an 5 Löffel, ne, sondern wahrscheinlich nur so ein bisschen Tee. Der berühmte Pausentee. Und den hast du jetzt, ne, vor dir, oder was für ein Getränk hast du jetzt gerade vor dir? Nee, ich habe nicht den Pausentee vor mir, ich habe eine Nostalgie an und Grüße an alle meine ehemaligen Vemazia-Kameraden, die mit mir im Wemmenswalder gespielt haben, eine ACE-Schorle. Ein Getränk, das ich eigentlich nur im Sportheim in Wemmelswalder. Ich wusste nicht, dass es das noch gibt, den Begriff ACE-Saft. Habe ich jetzt keine Ahnung. Genau, und deswegen, nee, das ist ja auch so ein Modegetränk gewesen, das ACE-Zeug. Seid jetzt, ne? Also True Fruits und Sachen, oder keine Ahnung, was es jetzt so immer für Säfte gibt. Völlig out. ACE habe ich lange nicht mehr irgendwo gelesen, den Begriff, also in Verbindung mit Säften. Ja, das ist so wie bei unserem Berufsbusiness, der Cappuccino, der langsam out ist, wegen Milchkaffee und Kaffee Latte und sowas, ne? So ist ACE jetzt auch out. Aber ich habe hab ihn noch gefunden. Und das ist jetzt das Getränk des Tages, ACE-Schorle. In dem Sinne. Ja, dann Prost. Und ich möchte die Aussage zum Thema Getränk und was man so trinkt und was unnötig ist, ein klein wenig relativieren. Aus meiner Erfahrung oder meinem Wissensstand heraus. Und zwar möchte ich dazu noch sagen, dass es auf jeden Fall darauf ankommt, wie man sich um den Sport drumherum ernährt hat und auch auf die Intensität des Sports. Also der, ich sage jetzt einfach mal, wir waren eben beim Snooker, der Snookerspieler, der auch vor einer Stunde ordentlich zum Mittag gegessen hat, der braucht sich wahrlich keinen hochkalorischen Saft oder Energy Drink oder was auch immer, Power Drink reinzupfeffern. Wenn du wirklich einen intensiven, starken Sport betreibst und auch da eine Stunde oder länger dran bist, und ich sag mal, du hattest ein leichtes Frühstück oder so, dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass du die Glykogenspeicher im Körper auch ein bisschen füllst, weil die werden ja schon auch benötigt, um Energie rauszupowern, ne? Aber es ist klar, wenn du nur 20 Minuten gerade ein bisschen um den Block joggst, das ist nicht zu vergleichen wie mit, wenn du eine Stunde, keine Ahnung, Powerlifting machst oder so, ne? Definitiv, definitiv. Kurze Randbemerkung, also wenn ihr da so leichte
Hintergrundgeräusche gehört habt. Heute haben wir natürlich, weil wir zu Hause aufnehmen, an zwei verschiedenen Orten, jeweils im Arbeitszimmer, Ja, keinen dafür gibt es Gong oder Nachbarkinder, ja. Durchsagen, aber Bei dir die echten Kinder, bei mir Nachbar. naja, Bei mir bei war mir es ein sind es die Nachbar, echten Kinder, ja. also ich habe es zumindest gehört hier aus dem Fenster, obwohl Fenster zu ist. Und mal gespannt, was da so für Kinder noch so mit drauf sein werden. Gleich auch Mainz, weil Mainz Also macht ich gerade habe uns. Mittagsschlaf und kann auch sein, dass ich dann hier abbrechen muss und dann hört er plötzlich auf, der Podcast. Das werden wir ja sehen. Worüber sprechen wir noch? Gibt es noch eine weitere Kategorie, die wir vergessen haben, Ja. wir als Amateure zum Beispiel? Ja, wir haben Akteure, morgens recht, mittags frei. Ja, wir haben noch ein Morgens bisschen recht, was mittags da noch frei. Wie nach. wär's damit? Der Sportlehrer. Ja, Ich spreche schieß einen los. Traum aus, der Der leider nie für mich in Sportlehrer. Erfüllung gegangen ist. Aber Schüler kennen den, weil ich den auch schon ein paar Mal in der Theater-AG oder so erzählt habe. Sport und Deutsch wäre doch vielleicht eine coolere Kombi für mich gewesen als Deutsch-Englisch darstellendes Spiel. Ja, er hat drei Fächer, er muss es auch nochmal Quatsch. betonen, ja. Du hast Ja, vier, ich stimmt, habe ja, genau. vier. Hallo, ich habe vier. Und dann so im schönen neon gestreiften Adidas Anzug mit den Nike Air oder was auch immer Laufschuhen dann rein in die Oberstufe und Faust, auf geht's. Habe nun, ach, Juristerei und auch Ja, also ich habe Sport das. getrieben mit heißem Bemühen. Und nun stehe ich vor euch, liebe Ja. Schüler. Wie gefällt euch das? Also ich muss ja sagen, es gibt ja so Tage, an denen auch ich mit dem Trainingsanzug in die Schule gehe. Ne? Wenn ich nur DS unterrichte zum Beispiel oder wenn wir Lehrerfußball spielen. Ne? Da sehe ich es auch nicht ein, dass ich da mich Da frage ich anders mich gerade, wie oft wir tatsächlich anziehe. Lehrerfußball spielen, so oft, wie man dich so sieht. Ja gut, mittlerweile ist es halt ja leider mit dem ganzen Kram, dass zum Beispiel ja vor den Ferien nicht mehr nur 3 Stunden sind. Ne? Das war immer so eigentlich unser Punkt. Ganz früher gab es auch da regelmäßig eine AG. Also ich bin ja wie gesagt schon 10 Jahre in dem Laden und die Zeiten dieser AG habe ich auch nicht mehr so erlebt, dass die sich regelmäßig getroffen haben. Aber wir haben uns, also nicht also wöchentlich getroffen haben, aber wir haben uns regelmäßig getroffen in den ersten Jahren, wo ich da war. Und da haben wir wirklich sehr, sehr häufig trainiert. Ne? Und wir haben sogar an 2 Turnieren mitgespielt. Also das war eigentlich ganz Wohingegen cool. Nur letzten Jahre ist es das dann alles heute so ist, wenn du im Trainingsanzug in eingeschlafen. die Schule kommst, das war mal wieder so ein Morgen, wo deine Frau dir vergessen hat, deine Kleidung rauszulegen, ne? Und dann hast du einfach schnell den gekriegt. Ach, Klischees, Klischees. Nee, also meine Frau wird mir niemals so. Gibt's mal so geile Nee, das T-Shirts dann stimmt auch. Ja, rauslegen, die ja. ich dann ja quasi immer. Also. Vielleicht sollte dir Weil, deine Frau mal hin und wieder mal ein ordentliches Hemd hinlegen. na, ab und zu ziehe ich ja Hemden an. Also Ja, ich weiß ja. dann, was du willst. Ich bin ja doch sehr, wie soll ich sagen, Ja, wechselhaft, ich was die Kleidung necke ja auch anbelangt. nur. Nee, ist okay. Aber Trainingsanzug in der Schule ist halt so eine Sache, das erlaubt sich normalerweise nur der Sportlehrer. Und kann ich ja ganz kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich kann im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen ja wirklich schon insgesamt. Oh, es fällt mir gerade ein. Mist, ich habe sogar insgesamt jetzt schon 4 Stunden Sportunterricht vorzuweisen, die ich geleitet habe. Und zwar einmal im Praktikum, fällt mir gerade ein, das ist mir gerade eingefallen nochmal, in der Grundschule in Schwalbach, 2000 und was? 2003. 2003 im Sommer. Muss das gewesen sein? Also nach dem, nicht, sag mal, im Frühjahr, nach dem Wintersemester, genau. Und, oh, das ist natürlich auch ein Ja, geiles das hatten wir noch nicht. Das Störgeräusch. ist schön. Telefon. Jetzt hat's aufgehört. Naja, gut. Gut, Okay. und damit haben wir Sorry. gleichzeitig jetzt neben der Kategorie wir als Lehrer, beziehungsweise die Kategorie heißt ja morgens recht, mittags frei, da haben wir gleichzeitig Mittags damit frei. auch mal wieder unsere Kategorie wir als deppenhafte Amateure erfüllt. Mehr als. Amateure. Ja, Schönen Haken also dahinter ich habe jetzt gemacht. wirklich Zack. darauf geachtet, dass in diesem, ich habe wirklich darauf geachtet, dass in diesem Büro momentan gar nichts ist und dann kommt dieses Telefon. Naja, kannst du ja noch bearbeiten vielleicht, weil das ist, glaube ich, dem Klingelton muss man jetzt nicht eine halbe Minute zuhören. So, auf jeden Fall, da habe ich 2 Stunden Sport unterrichtet in der Grundschule, wie gesagt, und dann hat mich irgendwann bei uns mal 2 Stunden beaufsichtigt. Da war ich gerade durch Zufall in der Sporthalle und dann hieß so, kannst du mal ganz kurz aufpassen da? Also ich bin nur Fußball, einfach nur gucken, dass dich keiner umbringt. Okay, und das war dann damals auch eine
OSG-Klasse von uns. Also, die haben sich auch nicht umgebracht. Also habe ich 4 Stunden Deutsch, Quatsch, Wow, Sprachnachricht okay, gehalten. Da bist du mir voraus. Gut. Aber was ich schon mal gemacht habe, ist, ich habe ja die unsere Schüler am Oberstufengymnasium in der Einführungswoche, also die Neulinge, die 11. Klässler in der Einführungswoche durch unseren Fitnessraum geprügelt und habe sie da, was habe ich sie da, mit den Geräten trainieren lassen, Burpees und so ein paar Sachen habe ich die machen lassen und war spannend. Cool. War spannend, definitiv, ja. Ich denke, wir kommen so allmählich in die Endrunde. Und zum Ende. Du hast ein Thema angesprochen, vielleicht zuletzt, da sind wir noch nicht ganz zugekommen, vielleicht als Abschluss so das Thema Sportarten, wo man wirklich die Frage stellen kann, ist das Sport? Schach, ja, Denksport, okay. Macht schon mal Spaß, eine Runde zu spielen, aber spielen, reden wir doch direkt über E-Sport, oder? Also ich weiß nicht, welche Meinung du da hast, aber E-Sport. Aber ich habe da auch auf einer Fortbildung ja schon mal dieser völlig bescheuerten Im-Bilde-Veranstaltung, Sandra, unseren DS-Kurs, dass ich das gerade jetzt so wissen muss, dieses Im-Bilde-Zeug. Nee, das kann man ruhig drin lassen. denn da hat es dann halt geleitet. Das ist ja die zweite Runde und Jenny, Carsten und ich mussten ja von unserer Schule als Dreierteam. An der Stelle liebe Grüße an die Kollegen. Ich war parallel auch in der Veranstaltung im Bilde, also Implementierung neuer Lehrstandards für Englisch unterwegs von unserer Schule aus. Ja. Deswegen war ich nicht bei der Deutschschule. Genau, da hat man doch einmal, aber wir haben doch einmal alle, glaube ich, an meinem Geburtstag vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, also am 6. September, diese Veranstaltung gehabt in Kirkel. Und warst du da dabei? Ja, auf jeden Fall gab es eine Runde mit unserem Professor. Genau, und dieser Mega-Prof, der wo es über um was ging es denn da? Umgang mit Disziplinier, also mit, wie diszipliniert man quasi schulfaule Schüler oder sowas halt, ne? Also, ach, wie heißt das Fachwort dafür jetzt? Auf jeden Fall, also wenn die keinen Voll Bock mehr Assis, haben, die Schule zu kommen. Und da hat er einen Fall ja... was? Nee. Schulverweigerer, genau. Also wie geht man mit Schulverweigerern rum? Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und da hat er ja ein Beispiel gebracht von jemandem, der professionell E-Sport betrieben hat, ne? Und da war der Tenor, ja, also dem sollte man quasi ja verbieten, dass er Computer spielt, ne? Und alle so in der Runde, das waren dann 25 Kollegen, so genickt. Da habe ich mich dann gemeldet und gesagt, hallo, wo ist denn der Unterschied jetzt, ob jemand tagtäglich 6 Stunden oder 5 Stunden Schwimmtraining macht, Turntraining macht, Gitarre trainiert, Klavier spielt oder ob der 5 Stunden am Tag FIFA zockt, um Turniere zu spielen. War das Beispiel dann auch jemand, der halt professionell Turniere gespielt hat? Ja, der hat dann irgendwo für 10.000 Euro mal was gewonnen, ne? Und hat dann das nächste Turnier dann gespielt und hat dann dafür mit trainieren müssen, ne? Und da habe ich gesagt, ja, wo ist der Unterschied, ne? Und was macht denn jetzt zum Beispiel Gitarre oder Klavierspielen dann so viel cooler, ne, als Das klingt aber nach einer heißen Diskussion, ne? Gerade. Ja, witzigerweise, plötzlich ist diese Stimmung in diesem Laden gekippt und jeder stand dann so da, dachte man so, okay, stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja, so gesehen ist das eigentlich richtig. Und der Professor ist dann auch so umgeschwenkt und hat gesagt, ja, da haben sie recht. Da müsste man dem also den Anreiz ja eigentlich bieten, dass man sagt, okay, lern das und dann darfst du ins Training gehen, dann darfst du halt nur daddeln. Ne? Also er hat nicht daddeln gesagt, weil ich glaube nicht, dass er das Wort gekannt hat. Aber ich glaube, das ist der Ansatz. Und deswegen würde ich schon sagen, E-Sport hat da schon seine Berechtigung. Ne? Und als jemand, der ja früher, also ganz früher, vor 20 Jahren fast, quasi fast professionell NHL-Hockey für Sega Mega Drive gespielt hat. Ne? Also mein Cousin Frank und ich haben da die Geschichte Tage und Nächte vor der Playstation verbracht. Ja, also ich muss ja wirklich sagen, das ist, ja, das war wirklich anstrengend und da musste man natürlich auch üben, um in Form zu bleiben. Dass man viel üben kann und dass man da auch richtig gut werden kann, wie in einer anderen Sportart auch, sehe ich auch so. Und auch wenn man sagt, das Schach offiziell anerkannt ist als Sport, dann finde ich es sehr problematisch, bei E-Sport irgendwie die Nase zu rümpfen. Weil bei Schach
bist du ja de facto, egal wie brainmäßig du da, wie viel Kalorien du da im Brain verburnst, de facto sitzt du ja wirklich da, ich meine, es gibt dieses Blitzschach, wo da musst du wirklich auch schnell reagieren dann oder läuft die Zeit ab, gut, Ja. aber ansonsten, also ich kenne ja da, es gibt auch diese, ne, da sitzen die da Ewigkeiten, bis der dann irgendwann seinen nächsten Zug macht. Und das ist dann eine kurze Handbewegung. Ja. Da kann man aber wirklich sagen, dass du jetzt in einem, wenn du professionell jetzt, nehmen wir mal Fortnite, das ist ja einer dieser Bombenspiele, wo wirklich auch viele professionell unterwegs sind. Auch der Sohn einer lieben Englischkollegin von uns, Grüße an Christine, Ja. Wo du wirklich auch wirklich schwitzt, weil du auch so viel aktiv mit beiden Armen, Händen machst und klar, Ja. du sitzt genauso wie beim Schach, aber ich möchte mal noch behaupten, es ist intensiver, du musst schneller reagieren, viel mehr innerhalb von wenigen Sekunden im Hirn verarbeiten, als wenn du bei Schach jetzt wirklich über eine halbe Stunde dir diese eine Bewegung über einen Zentimeter auf dem mit deiner Figur überlegen kannst, ne? Nur dahingehend finde ich es irgendwie problematisch zu sagen, Schach ist Sport, aber E-Sport darf kein Sport sein, ne? In dem Moment, wo du E-Sport jetzt mit Genau, ja. richtigen physischen Sportarten vergleichst, dann das ist natürlich wieder eine andere Sache, ne? Okay. Klar. Du Und bist da, natürlich deswegen der muss man da die Grenze ziehen. Und alles kann man ja irgendwie tun. Sport-Daddler, FIFA, Autorennen, NHL, Ja. NBA. Ach, nee, Autorennen, Mario Kart. Mario Mario Kart, Kart, das. ein Sportspiel in Anführungszeichen, wobei schon viele Mario Familienehen Kart zu for Bruch life. gegangen sind, Freundschaften kaputt gegangen sind, vor allem beim Ja. Luftballon-Abballer-Spiel, ne? Ja, Ja, das ist natürlich, es gab auch bei der ja. Spiele-Olympiade gab es schon ganz, ganz große Mario Kart-Duelle, sowohl was Time Trial als auch Ballon-Balgerei oder sowas anbelangt. Also ganz, ganz epische Ja. Schlachten. Bei mir ist es Ja. so, ich habe eigentlich nie viel online. Also wenn wir über Sport reden mit E-Sport, dann reden wir über kompetitive Sachen, ne? Wo du entweder am Bildschirm gegen jemanden oder so zu viert oder so gegeneinander miteinander spielst oder in Teams gegeneinander oder halt eben einfach online heutzutage, ne? Da kann ich eigentlich nur bei zwei Games ein bisschen mitreden. Also PUBG, das war ja so das, was da war, was vor Fortnite da war. Ja. Und was ein Ja, bisschen weil es cooler einfach ist als realistischer ist, Fortnite, ne, aber klar, okay. aber ein bisschen Ja. gespielt hin und wieder, aber da ist es eigentlich auch nur so, dass du halt einfach nur spielst, bis du früher oder später von irgendeinem Cheater einfach weggeballert wirst und du weißt noch nicht mal, von wo der Schuss kam, ne? Von einem Ja, Camper. Campen ist ja eigentlich das Witzige an den Spielen. Camper haben da nicht so viele Chancen, weil du bist ja gezwungen, immer wieder weiter zu moven, weil da die Karte immer kleiner wird, ne? Das ist bei Fortnite ja auch so, dieses Battle Royale-Style. Da ist jetzt auch dieses ganz neue Call of Duty irgendwas, ich weiß nicht, wie es heißt, Warzone oder so, rausgekommen. Das soll jetzt der neue Renner sein. Also wir sind Ah ja, total up to Warzone, date, genau, Leute, ja. auch im E-Sport-Business. Nur dass ich es nicht spiele, ne? Aber Völlig. bei PUBG, aber ist es wirklich so, dann siehst du auf dieser Deathcam hinterher, wenn du abgeschossen wurdest, siehst du, wie der andere gezielt hat und er hat einfach so 10 Meter neben dich gezielt und die Kugel Ja. trifft aber. Dann fragt man sich so, okay, gut. Und generell in den Spielen ist es ja eh immer so, du hast eigentlich keine Chance als Normalsterblicher, weil immer da irgendwelche 14-Jährigen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, deren Reflexe einfach, die so im Sprung sich nach hinten umdrehen und dich dir einen Kopfschuss auf 120 200 Meter Ja. geben und du versuchst noch gerade rauszufinden, was mache ich mit der linken Maustaste, was mache ich mit der rechten Maustaste? Wie gehe ich nach Na so, ne? Und dann deswegen. vorne? Und das andere, wo ich aber eigentlich Ja. ein bisschen mehr, wo ich auch ein bisschen mehr mitreden kann, was ich aber auch mittlerweile nicht mehr viel spiele, ist Dota, Defense of the Ancients. Das ist so eine Auskopplung, die sich aus dem Warcraft-Universum rausgekoppelt hat. So ein MMO heißt es. Und da spielst du so an den Massively Helden, Multiplayer also immer fünf Online. Helden auf jeder Seite, so eine Karte, die sieht auf zwei Seiten, die ist so zweigeteilt, sieht so gleich aus. Es laufen immer so Minions in die andere Karte um, dazu immer gegeneinander und du mit deinem Held gehst halt auf irgendeine der, das sind so Straßen quasi, verlaufen drei Straßen, kann man das nennen. Im Game heißt es Lanes, du gehst auf eine der Lanes und da spielst du dann eben jeweils gegen den anderen Helden, der dann vom gegnerischen Team da auf der Lane ist und versuchst dann eben mehr oder weniger in die gegnerische Basis irgendwann reinzukommen und die einzureißen, ja? Und da ist es so, wenn Ja. du stirbst, wirst du Ja. halt nach so und so vielen Sekunden wiedergeboren und du steigst im Level auf und du verdienst Geld und kannst dir dann Items kaufen und so weiter. Das führt jetzt zu weit, aber das wäre so eigentlich mein E-Sport der letzten Jahre gewesen. Wobei ich jetzt mittlerweile auch das nicht mehr so viel mache. Jetzt in der Freizeit, die man in der Quarantäne ja auch mal hat, spiele ich jetzt wieder ein bisschen PS4 neuerdings.
Und Oh, cool. werde mir da vielleicht demnächst mal irgendwann das Resident Evil 2 Remake reinziehen, das ich damals als 15-, 16-Jähriger auf der PS1 gezockt hatte. Ja, das wird auch schöne Nostalgie bestimmt. Und damit Sehr schön. E-Sport. Ja, machen Wir wir auch machen besser Feierabend, wir kommen zum Feierabend, ne? Ende. Also, Hast du noch einen ja. besonderen Wunsch oder noch was an die Hörer da draußen, da drin? Der Gag wird nicht alt im Moment. Die Hörer da drin. Nee. Also, ihr merkt schon wieder, ein Thema, das wir nicht voll ausgeschöpft haben. Was wir zum Beispiel jetzt nicht gemacht haben, ist diese neue Kategorie Hashtag Wortleichen eingeführt. Ja, also kurz zur Ich, Info, es gab die neue ne, Idee, eine also. weitere Kategorie, nämlich Wörter, die so nicht mehr benutzt werden, oder die Ja. Anachronismen sind, sagt man das so? Ja. Ja, genau. Anachronismen, ja. Also, das würde ich vielleicht nur anreißen. Grüße an Jan Hemmer nochmal, der das sagen wir, gemacht hat als Vorschlag, dass wir darüber eine Folge machen. Wir machen aber da, glaube ich, besser eine Kategorie raus, immer zum Thema. Und ich möchte nur ganz kurz die Kalorienspiele, beziehungsweise Krummbeerspiele, vielleicht Brombeere im Sinne von dann Kartoffeln? mal anführen. Ja, genau. Und es hat nichts mit den Hungerspielen zu tun, wobei es in die ähnliche Richtung geht, im Sinne von um Hunger. Und zwar nennt man so quasi Spiele, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben und in denen die Mannschaften, also damals vor allem Fußball, durch Naturalien oder im Handball auch, zum Beispiel THW Kiel oder sowas dann nach dem Krieg, und vor der Währungsreform, also vor 48, stattfanden und die Mannschaften dann mit Naturalien bezahlt wurden. Na, zum Beispiel bei uns dann halt hier mit Krummbeere, was natürlich für die lokalen Vereine, Borussia Neunkirchen, Saarbrücken oder Kaiserslautern halt damals ja halt so eine wichtige Sache war, wobei eigentlich für die saarländischen Mannschaften nicht ganz so lange, weil uns ging es ja damals merkwürdigerweise in der französischen Besatzungszone und im Sondergebiet dort im Saarland etwas besser als denen im Reich. Ja, aber das ist trotzdem in der Zeit und das ist ja auch ein Begriff, den es ja heute nicht mehr gibt. Ne? Also zum Beispiel Schalke, die haben mal gespielt für Tabakabfall. Ne? Ein Sack voll Tabakabfall, weil Zigaretten ja dann so quasi so eine Schwarzmarktwährung auch waren. Also war das damals ja wie Oh heute Klopapier. Ne? ja, Gold. Ne? Klopapier, so. Also quasi, die Fußballmannschaften würden für eine Rolle Ja, Klopapier spielen. Ne? das Thema für die Und nächste werden Folge da. auch schon klar. Die es lautet einfach nur: Leute, was hat es mit dem Klopapier auf sich? Oh mein Gott! Ach ja. Ja, zu dem Thema vielleicht noch ganz Fun Fact. Heute haben wir es geschafft, nachdem, also wir haben Evergreen auf der Einkaufsliste gehabt, jetzt für 2 Wochen, nämlich Mehl. Und heute hat Tanja es geschafft, 2 Päckchen Mehl Das mit dem Mehl mit nach verstehe Hause zu ich bringen. eigentlich Ich genau, noch war weniger als das mit dem Klopapier. mega. Ne, also Mehl verstehe ich noch eher Echt? als Klopapier. Ne? Mehl kann man Ja, was zu essen aber, draus machen. Ne? Und ich zum Beispiel ja, kann aber jetzt das nochmal ist ja nur eine Pfannkuchen machen Zutat, ne? morgen. Das ist ja irgendwie, das ist ja nichts Fertiges, womit du was machen Ja, kannst. Also, klar. warum ist Mehl dann so krass? Ja gut, aber Klopapier ist ja auch nur eine Okay, ich weiß nicht, was Zutat. du sonst noch so mit Klopapier machst. Das führt jetzt zu einer anderen Sportart. Nee, keine Ahnung. Ich weiß jetzt, ne? Also ich kann mal, wenn man das ja, wenn die Leute, die das hier wirklich horten, die müssen das ja essen. Keine Ahnung, was die damit machen. Ne? Das haben wir ja schon mal uns Ja, gefragt. da Völliger kassieren auch schon Mist. so ein paar Memes und Naja, Videos im egal. Internet, aber ich glaube, damit sind wir am Ende Ja, und du wir haben hast die es schon Kategorie dann auch erwähnt. noch Ja. eingeführt, Anachronismen besonderer Ja. Natur. Ja. Wir kommen am Ende und am Ende kommt ja Gut. Und ich würde immer sagen, das Zitat. Diesmal sind es keine genau. Zitate aus der Literatur oder aus irgendeinem Song. Ich habe was ausgesucht, passend von zwei großen Sportlern, die beide sehr viel erreicht haben in ihrem Leben hatten. Der eine hatte, denn er ist schon gestorben, und der andere pumpt immer noch wie ein Action Hero. Von demjenigen, von Arnie Arnie. Schwarzenegger, stammt auch das erste Zitat. Das passt zu Arnie eurem Beck ist Homeworkout dein da Zitat. draußen, da drin, wenn ihr jetzt Homeworkouts macht. Denkt an Arnies Zitat, denn der hat auf die Frage ge gesagt, welche bei deinem Satz, zum Beispiel Liegestütze oder was auch immer, welche von den 10 Wiederholungen, die du machst, ist denn die wichtigste? Und er hat geantwortet, die 11. Ah, kann man erstmal so sacken lassen. Und das andere, das bringe ich aber jetzt auch zum Okay. Abschluss, heute gibt es mal zwei Zitate, das andere natürlich von Muhammad Ali.
Na Und klar. das passt schön zu der Zeit, die wir jetzt alle fristen müssen weiterhin. Man ist zu Hause, viel möglichst zu Hause. Man soll Social Distancing betreiben und man muss gucken, wie man sich die Tage einteilt und was man zu Hause macht, Physical wie man das auch Distance. nützlich einigermaßen gestalten kann. Und dazu lasst euch Ja. einfach Mohammed Alis Zitat inspirieren. Lasst euch davon inspirieren, denn der hat gesagt, zähl nicht deine Tage, mach, dass deine Tage zählen. Ja? Don't count the days, make the days count. Ne? How Ja, deep? das ist deep, Alter. How Das ist deep? deep. Und deswegen bringe ich das aus dem Abschluss und damit Ja. sind auch die Leitwölfe am Abschluss. Wenn wir bald Ja. professioneller sind, dann kommt jetzt hier der Abschluss. Au, ne? Für die Leitwölfe. Ja, genau, ja. Und das vielleicht noch kurz als weiterer Hinweis, noch ganz kurz Schleichwerbung. Dann kannst du den Abschluss wirklich machen. Und zwar, wer die Leitwölfe liebt, wird eventuell auch die Werwölfe von Oh ja. Darkroot lieben. Die sind auch jetzt seit 2, 3 Tagen online bei YouTube. Alle ja, Teile des Filmfragments der Genau, also Uraufführung. eine private Aufnahme Ja. in Fragmentaufzeichnung unseres ersten Theaterstückes von Schülern selbst geschrieben, produziert, aufgeführt, ne? Und demnächst wird es auch davon Genau. noch was geben, Schaut's euch irgendwann, an. wenn ich dann die Wiederaufführung, den Director's Cut mit der Zusatzszene, die gibt es auch, die wird es dann vielleicht auch noch bald geben. Und mit dem Ja, mit Schluss. Schluss sogar. Genau, okay. Und damit kommen wir zum Ende. Gut. Lasst uns gerne mal einen Kommentar da, ob jetzt die Ja. Soundqualität besser nochmal war. Ich bin sehr gespannt. Und auch, was haltet ihr Ja, eigentlich von bitte. unserem Logo? Was glaubt ihr eigentlich, wer von den beiden ist wer? Von den beiden Wölfen auf dem Logo? Und nein, ich habe es nicht Wer gemalt. ist der verrückte Hund und wer Dafür ist sieht es der viel zu gut aus. Kappenwolf? Ja, vielen Ja, Dank Shoutout nochmal an an Sophia. Sophia Vielen Wendel Dank für das tolle, schöne Bild. für das Gestalten Okay. des Logos. Gut, dann hoffentlich auf bald. Wir werden uns besprechen, wann es weitergeht. Wir hatten so ein paar andere Themen Wie jetzt eigentlich im immer. Fokus. Wie immer. Und Genau. bis dann, eure Leitwölfe, Und André Phil, und damit gehen wir raus und ihr wisst ja, wie es heißt. Tüdelü.